paar Bilder zeigen von mir. Wir haben da ein paar Dias. Da bin ich in der Ferien. Ich bin die dritte hinten oben vorne. Und dann haben wir da nochmal ein Dia. Und da, das ist der Tröck vom Küde. Und da sind wir am Tröckertreffen gewesen. Und der Küde musste brechen. Und man sieht es noch, dort hinten hat er angekützelt. Der Harry Hassler High, ein super cooler Mega-Guy. Lieber Schlitten als Paletti. Brusthaar habe ich auch ein Schwetti. Business mache ich, Kasse klingen. Wohnen tun ins Schwammendingen. Im Innern des Bahnwaggons versucht der Autofahrer sofort, sich zu akklimatisieren. Saletti? Können Sie sich entspannen, Herr Hasler. Da, jetzt weiss ich erst, was da ist. Schienenverkehr. Herr Hasler, relaxen bitte. Ich schaue immer rum, wenn ich rückwärts fahre. Was ist Ihr bilaterales Verhältnis zum Herrgott? Also ich glaube nicht, dass das Sie an der Stelle... Sie glauben nicht! Das sollten Sie aber, mein Sohn! Ich würde intensiv in die Richtung... Halleluja! Schwester Morgenthaler vom Bistum Seefeld! So, jetzt komme ich dann da mal dran, hä? Nach meiner Liste kommt jetzt Podcasting Association Oberengstringen. Ich muss eben daheim noch den Film entwickeln und meine Frau hilft mir beim Schneiden. Und wenn ich jetzt nicht da komme, drehe, wird ich nicht fertig bis in einer Woche. Und das ist eine Problematik, die uns alle betrifft. Und darum, liebe Frauen und liebe Männer, möchte ich unseren Präsidenten, der sich ganz intensiv mit der Drogenproblematik auseinandergesetzt hat, Gelegenheit geben für ein Schlusswort. Sind alle ein bisschen im Stress, weißt du? Du kannst also froh sein, dass sich nicht so ein übermüdeter Doktor um dich kümmert. Die sind doch ein Sicherheitsrisiko. So, jetzt gehen wir aber miteinander in Operationssaal. Ich muss doch aber nicht operiert werden. Ja, der Andi meint aber eben schon. Ist das ein Arzt? Nein, er ist Alkoholiker, aber dafür ausgeschlafen. Ist aber das gar nicht. Weißt du was, ich gebe dir doch ein bisschen etwas zum Beruhigen. Hey? Aber das ist doch also... Ich schlafe vor, ich rufe Christoph an. Genau. Und dann sagst du, Saletti. Hast du mir nicht 2 Stutz? Für die Verringerung des Budgetdefizits. Worauf der Herr Blocher zum katholischen Glauben findet. Und in meinen Schoss zurückkehrt. Grüezi miteinander. Das Fernsehen kann ein sackbrutales Medium sein, vor allem für die Leute, die hier arbeiten. Weil alles, was man irgendwann einmal vor der Kamera abgelassen hat, das ist im Archiv gelagert und kann jederzeit als Licht von der Öffentlichkeit gezerrt werden. Das ist jetzt auch im Fall von meinen Schandtaten passiert. Das Medium kennengelernt habe ich Ende 80er Jahre, wo mir der Uli Heiniger in seiner damaligen Diskussionssendung Medienkritik einmal Gelegenheit gegeben hat, am Schluss noch einen komischen Beitrag beizusteuern. Der folgende Dienstfernsehen DRS. Ich hätte gerne mit dem Herrn Nationalrat geredet. Dankeschön. Grüezi, Herr Nationalrat. Da ist Böhni, Satiredienst Fernseh DRS. Herr Nationalrat, warum ich Ihnen anrufe, das hat folgenden Grund. Wir möchten gerne in unserer satirischen Sendung ein satirisches Witzli machen. Und zwar ein bisschen etwas Freches, wisst ihr, etwas mit Biss, etwas Grünes. Und wir haben gefunden, wir dögen da Ihren Gegner, Herr Nationalrat, Ihren politischen Gegner, und Sie wissen ja, wer ich meine, dögen wir beschuldigen, dass er nicht ganz unschuldig sei an dem verspäteten Frühlingsanfall.
Das ist lustig, hä? Nicht? Ja, ja, wir haben auch sehr müssen lachen. Ja, wir haben das sehr kühn gefunden. Und trotzdem ist es nicht zu lustig, so dass man irgendwie Zuschauer würde fast verschrecken, wenn sie zu fest müssten lachen. Es ist klar, wir haben natürlich, Herr Nationalrat, wir haben natürlich das alles abgesichert. Wir haben unseren Rechtsdienst das machen lassen. Dann haben wir auch die Programmkommission zuerst darüber lachen lassen. Und schließlich hat auch der Humorbeauftragte bei der Generaldirektion das Witzchen von vorne gegen hinten durchgebürstet, sodass das jetzt eigentlich konkordanzmässig völlig clean ist. Ja. Und Sie wissen ja, wir haben auch ein Vernehmlassungsverfahren gemacht. Also sämtliche Bundesratsparteien haben sich zu dem Gag geäussert. Und ich glaube, wir können guten Gewissen können wir das durchgehen lassen. Obwohl wir ja bei der SAG keinen eigentlichen Humorauftrag haben. Jetzt hat das Ganze einen kleinen Haken, Herr Nationalrat. Wie Sie wissen, haben wir ja das Witzchen über Ihren politischen Gegner gemacht. Und Sie wissen ja, wer ich meine. Jetzt sind wir konkordanzmässig fast verpflichtet, auch über Sie noch ein kleines Scherzchen zu machen. Und es ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich Ihnen jetzt das gerade sagen muss. Aber die SRG Pointeplanung ist jetzt nicht gerade im Stand, nach dem Witz schon wieder einen neuen Gag zu produzieren. Und darum hätte ich Sie gerne anfragen, Herr Nationalrat, hätten Sie etwas dagegen, wenn wir Sie in unserer Sendung würden als Arschloch bezeichnen? Ja. Aha. Mhm. Also eher weniger. Mhm. Lieber nicht in dem Fall. Mhm. Ja. Ja, es ist so, Herr Nationalrat, warum wir darauf kommen. Wir haben uns natürlich auch da müssen absichern. Ich habe da vor mir eine Umfrage und gemäss dieser Umfrage finden Sie also 63,8% der Deutschschweizer zwischen 25 und 45 ein Arschloch. Ja, nicht lustig. Klar, klar ist das nicht lustig. Aber ja, unter der Gürtellinie. Logisch ist es unter der Gürtellinie, aber es ist auch schwer für uns. Ich meine, die Schweizer Politiker haben die Gürtellinie fängt so hoch oben, wir können gar nicht mehr oben nie treffen. Das, ich meine, es ist auch kein Jahr, dass man den Gürtel als Heiligenschein anhat. Das ist, Sie müssen uns auch verstehen, wir als Satirenangestellte, das ist ja kein Schleck für uns. Der Sendetermin, der ist am übernächsten Donnerstag am Morgen um 10 vor 3. Ja. Einen politischen Witz erzählen? Ja, bitte. Ein Amerikaner, ein Russ und ein Schweizer. Ja, ja, der ist sehr lustig, ja. Ja, der ist wirklich, der ist köstlich, aber den können wir nicht bringen, Herr Nationalrat. Den haben wir schon in der Silvestersendung drin gehabt. Und das können wir spätestens am nächsten Sommer wiederholen. Ja, nein, wisst ihr was, Herr Nationalrat, wir machen das so. Ich tue jetzt an diesem Gag noch mal arbeiten und ich schaue, dass ich den über die Gürtellinie einbringe. Und dann würde ich Ihnen noch mal zurückrufen und würde Sie noch mal um Meinung fragen. Ist das Ihnen auch recht? Das ist fein. Danke vielmals, merci Ihnen vielmals für die Kooperation und auf Wiederhören, Herr Analrat. Nationalrat. Das Fernsehen liefert natürlich nie einfach nur News oder Unterhaltung, sondern berichtet auch immer wieder gern über sich selber. Besonders weltbewegend sind die Diskussionen dann, wenn es ein neues Sendersignet gibt. Und ganz dramatisch werden die Debatten, wenn soll entschieden werden, ob das Logo jetzt links, rechts, unten oder oben am Bildschirm soll erscheinen. Ich habe diese Diskussion in der Sendung Medienkritik mit dem Schauspieler und Regisseur Bruno Kaspar geführt. Herr Kaspar, Herr Kaspar, wir sind uns ja in der Frage, wo man das Stereo-Signet platzieren auf dem Bildschirm einig. Nein, wir sind uns einig in dieser Frage, wieso dass wir uns es so nicht weitergehen soll. Das ist richtig. So soll es nicht weitergehen. Eben gut, oben da sind wir einig, sage ich ja. Rechts ist immer hässlich. Und Tür. Und es gehört über. Es gehört runter. Wir müssen Kosten senken, folglich muss das Signet runter. Nach unten rechts gehört das Signet. Aber das ist doch absurd. Das ist ja technisch völlig schlecht. Wieso? Das Bild baut sich von oben links nach unten rechts auf. Und darum wären wir, wenn die pünktlich kommen, die Erste, die Signet erscheint. A sudden approach, sagen nein, wir dann. Nein, Sudden Comfort. Corporate Identity. Was für eine Identity? Corporate Identity. Ah, das ist was, die Herr Kaspar, was will der Zuschauer? Er will abschalten. Ja, was? Er will abschalten. Ja. Oh, und wo will er abschalten? Ja, bis im Knopf, was im Gerät. Und wo ist der Knopf? Unten rechts. Ja, unten also, rechts, aber er will nicht. Muss er Signet dort nebenan haben, damit er weiss, welcher Sender das abschaltet? Maxi, Herr Jacopo, Maxi. Aber er will nicht abschalten. Er will zuschauen. Wir sind nämlich Marktleiter BRS. Und warum? Weil unser direkt
Schlechter so beliebt ist. Und warum ist er so beliebt? Weil er viel am Bildschirm kommt. Und wenn er am Bildschirm kommt, dann hängt er manchmal, weil er ein lang und schlaksig ist, hängt er ein bisschen da über und dann hat das Zeichen da direkt auf der Stirn. Hören Sie mal auf mit dem Direktor. Ja, Sie müssen an Moderatoren denken, nicht an Direktor. Ja, an Ueli Heiniger zum Beispiel. Ueli Heiniger, das ist ein Moderator. Und wenn der moderiert, ist er immer in der unteren Hälfte vom Bild. So unten, oder? Dann hat er ja das Recht, dass er das Signet neben seinem Gesicht trägt. Ja, also unten rechts oder oben links. Ich sage ja unten rechts. Oben links. Seit Jahren, Herr Giacomo. Seit Jahren plädieren Sie. Auch in der Presse, in der Fachpresse. Ja. Gut, sagen Sie das. Gut, sagen Sie das. Ich habe nämlich zufälligerweise einen Artikel von Ihnen, was? Von Ihnen geschrieben. Was? Da haben Sie es geschrieben. Sie, aber das ist verjährt. Ja. Ich sage, unten rechts ist richtig und sonst gar nichts. Unten rechts und da oben links. Sie haben die Meinung jetzt gewechselt. Nein, was soll ich wechseln? Früher haben Sie doch auch gesagt, oben rechts. Unten links. Giacomo, ich halte das oder übrigens, vorne. Entschuldigung, schnell, wenn ich unterbreche. Es hat gar keinen Sinn. Weil oben rechts. Es ist, nein, unten links. Es ist so. In internen Kreis vom Fernsehen nennt man das Zeichen ja unter uns gesagt, man darf es gar nicht laut sagen, Schließmuskel. Also, und ich frage euch bitte, ein Schließmuskel oben links, habt ihr den Schließmuskel oben links? Nein, ich habe meinen Schließmuskel unten in der Mitte. Was, das gehört ist widerlich so etwas. Ich habe meinen Schließmuskel dort, wo er angehört. Ja, und ich will mir von innen, Herr Kaspar, nicht sagen lassen, wo ich meinen Schließmuskel zu tragen habe. Entschuldigung, Herr Kaspar, euer Schließmuskel interessiert mich und das Publikum. Aber meine Organe trage ich an dem Ort, wo ich es will. Hört, wo ihr und was trage ich? Um auf eine Sendung hinzuweisen, werden sogenannte Trailer gesendet. Und wo wir 1990 mit Victors Programm angefangen haben, haben wir natürlich noch nie ein Stammpublikum gehabt, so wie wir es heute haben. Und aus diesem Grund musste ich beim allerersten Trailer sämtliche Register von meinem Entertainment-Handwerk ziehen. Immer angeleitet vom Regisseur im Hintergrund. Bitte. Meine liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben eine neue Sendung. Dort machen wir auch... Lustige. Machen wir Scherz. Und Ohren hinten. Wir haben auch ein paar Gäste eingeladen. Und mit diesen Gästen ist es dann einfach fröhlich. Ach, komm, vergiss es. Der Mann. Sir Benedikt, ein weiterer Gast unseres Saals. Ah, was zum Teufel ist hier los? Und wer sind Sie? Was ist das? Ein Gewehr. Sind Sie blind, Sie Dummkopf? Und wer sind Sie? Sorry, Madame. Inspektor Le Beau von Scotland Yard. Le Beau? Haha, Sie scherzen. Ich weiß, klingt nicht sehr englisch, Madame. Aber mein Vater war Huguenot.
Polizei da ist. Ich bin die Polizei. Was gefunden, Indiana Jokes? Nein, Direktor Ratings. Nichts Neues, nichts zu lachen. Jokes. Seit der Lachsack verschwunden ist, haben meine Fernsehzuschauer nichts mehr zu lachen. Lachen, 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 lachen. Wer den Lachsack hat, hat die Lache auf seiner Seite. Hat Macht. Hat hohe Einschaltquoten. Ratings, ich werde den Lachsack für Sie finden. Das sind ein paar Ausschnitte aus diesen zahlreichen Filmparodien, die wir in der Anfangszeit von Victors Programm einmal noch produziert haben. Und wenn ich mir all die verschiedenen Charaktere so anschaue, dann wird mir wieder bewusst, dass man Fernsehen nie als Einzelmaske betreiben kann. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich mit einem starken Team zusammenarbeiten konnte. Im Hintergrund ist das vor allem der Markus Köbeli und vor der Kamera ein Haufen ausgezeichnete Darstellerinnen und Darsteller und natürlich unsere Parade-Parodisten Birgit Steinecker und der Walter Andreas Müller. Kaspare, ja, hier ist der Flavio. Hör mal, so geht das einfach nicht mehr weiter, möchte ich sagen. Haben wir wirklich kein Gold mehr zum Bewirtschaften? Ich weiß, dass auch Bill Clinton auf diese Weise Geld verdient. Aber, ja, einen Moment bitte, ich komme, ja? Natürlich ist es lukrativ, so möchte ich meinen, aus dem Bundeshaus Kapital zu schlagen. Aber es ist, so würde ich meinen, entwürdigend für mich als Außenminister. Si, vengo subito. Kaspar, bleibe bitte am Apparat. Ich bin gleich zurück. Ja. So. So, bitte. Si. Hi, Gipfeli. Gib mir die halbe Telefon am Morgen. Es tut mir leid, auch ich muss meine Arbeit erledigen. Aber ein bisschen leisiger ging's doch auch. Also, Kaspar, ich halte das nicht mehr aus. Aber im Weißen Haus hat es mehr Platz als hier. Und Bill Clinton muss auch nicht sein eigenes Büro bewirtschaften. Der Kaffee ist lauwarm. Sie schikanieren mich. 3 Wochen. Du weißt, unsere Redner sind reich. Ja, wir werden sehen. Ci vediamo. Ciao. Was machen wir heute? Wir schauen immer bei diesen Staatsgeschäften zu. Da hätte ich aber noch eine bessere Idee. Also ich muss doch schon sehr bitten. Ich treffe in wenigen Augenblicken den deutschen Außenminister, Herr Kinkel. Oh, da! Natürlich hier. Sie können ja vielleicht während dieser Zeit einen Spaziergang machen. Vielleicht zu Bundesratskollege Kohler. Und wann geht's zum Mittag? Wir haben die Vollpension. Die 3 Fuß kocht um 12:30 und vorher gibt es Apéro bei Dinner. Muss ich aber
pressieren. Albert, Leute dem Bundesweibel an, die Affösen mit meinen Haaren. Das wird aber separat berichtet. Gotti? Mein Gott, was? Er ist ja schon hier. Danke. Jetzt machen Sie, dass Sie sofort rauskommen, möchte ich sagen. Aber ich kann doch so nicht auf die Straße. So eine Unverschämtheit. Kein Wunder, ist die Schweizer Hotellerie in der Krise. Ich bitte Sie, ich erwarte jeden Moment. Also da in Paris, in dem Élysée, sind Sie dann also viel freundlicher gewesen. Vor allem der nette Concierge, wie hat er geheißen? Der Jacques Chirac. Genau. Im Namen der Eidgenossenschaft. Ich gehe schon. Es ist ein Herr Pinkel. Sind Sie der Coiffeur? Wie wir hier gerade gesehen haben, schöpft man bei den Fernsehsatiren natürlich voll aus dem nationalen Politikerfundus. Beim Parodieren von bekannten Persönlichkeiten kann man natürlich auch Begegnungen herbeiführen, die im wahren Leben vermutlich nie so würden stattfinden. An der Londoner Konferenz über Raubgold Anfangs Dezember werden rund 40 Staaten teilnehmen. Aus der Schweiz sind neben der offiziellen Delegation auch zwei unabhängige Beobachter angereist. Jean Ziegler als Vertreter der Linken ist als erster in London eingetroffen. Grüß euch, bonjour. Ich bin der Jean Ziegler. Ich bin Professor zu Genf von der Sorbonne University. Ich habe von François Mitterrand einen Orden bekommen und in eurem Hotel ein Zimmer reserviert. I'm very sorry, sir, but I didn't understand you just there. Excuse me. I am Jack Ziegler. I'm Professor from Geneva and the Sorbonne University. Wegen zahlreicher Teilnehmer in London konnte für die beiden unabhängigen Schweizer Beobachter lediglich ein gemeinsames Doppelzimmer reserviert werden. Beim Auspacken erwartet Ziegler jeden Moment seinen Zimmergenossen und Kontrahenten in der Frage des Raubgoldes und der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Hallo. Nur mein Zimmer, also das ist ein Skandal. Es ist ein weiteres trauriges Kapitel von der Bankenmacht. Die haben bei der Hoteldirektion sicher ihren Einfluss geltend gemacht, weil sie gedacht haben, die können im gleichen Zimmer mich besser von ihrer unkritischen Haltung überzeugen. Also ich würde mich jetzt gerade beschweren. Hört, Herr Maurer, es wird mich nichts nützen. Der Concierge ist ein gekaufter Agent der Weltbank. Der Fidel Castro hat mir in einem Brief geschrieben, dass die Bourgeoisie... Ich rufe jetzt am Christoph an und der wird dann denen die Meinung sagen. Die sollten mich endlich emanzipieren vom Grosskapitalisten Blocher. Herr Maurer, gerade dir als Bergbauernbub. Ihr könnt doch nicht das ganze Leben ein Handlanger von Oligarchen sein. Der Che Guevara hat mir gesagt, wir sollen die Revolution hier in der Schweiz machen, wo die monopolistische Grossbourgeoisie am stärksten ist. Auf welcher Seite wollen Sie schlafen? Ich habe sowohl in meinem letzten Buch aufgezeigt, als auch in meinem Roman «Das Gold von Maniema». Wisst ihr, Herr Maurer, ich sage noch eins, Spekulanten, zwielichtige Investoren und Finanzassateure. Christoph, du musst mir helfen. Lass mal, mit wem ich tot im Zimmer bin. Nein, nicht durch so einen Koch, viel schlimmer. Es ist unser Landesverräter, der... Ihr müsst eins wissen, Herr Maurer. Ich habe den Holocaust zu tun erlebt. Eines Abends hört er auf dem Rückweg von der Leprastation, der er auf der Suche nach einem Medikament einen kurzen Besuch abgestattet hatte, den Ruf des Muezzin. Er hörte kaum hin. Der Lebensrhythmus der Kolonne aus dem Maniema war bestimmt von der Glocke. Herr Maurer, das Telefon! Herr Maurer, das Telefon! Christoph? Wer? Fidel? Fidel? No, sorry, wrong number. Ja, aber das wäre jetzt doch für mich gewesen. Der Fidel Castro. Ihr müsst eins wissen, Herr Maurer. Ich bin übrigens der Jean. Also, Uli, die ungeheure Heuchelei von den Bossen, von den multinationalen Unternehmen, wo ja alle kubanische Zigarren rauchen, die... So, gute Nacht jetzt. Die düsteren Machenschaften, wie lieber Uli, die werden nicht können verhindern, dass unaufhaltsam die Morgenröte von einer sozialistisch-humanistischen Gesellschaftsform anbricht. Und die gespenstischen Ikonen vom Grosskapital, die werden in Dunkelheit von der Geschichte verschwinden.
Da kann man sich mit Masken, Perücken und Spielen noch so anstrengen. Die Parodien sind natürlich nie so gut wie die echten Persönlichkeiten. Und viele von diesen real existierenden kann ich ja dann einmal während dem Live-Gespräch im Kaufleutensaal von nächster Nähe betrachten und muss immer wieder zugeben, im direkten Kontakt sind sie zum Teil noch viel unterhaltender. Ist die Kamera? He? Ja, ist gut, ja. Heute Abend wollen wir auch gute Gespräche miteinander führen und so. Und darum habe ich jetzt meinen ersten Gast da und das freut mich schaurig. Und ich sage von da, hoi Uriella! Lieber Freddy, wo wollen wir anfangen? Ja, wie sind Sie dazugekommen? Sie sind ja nicht immer so eine Art Hase oder so. Hase? Ja, oder? Was soll ich darunter verstehen? Ah, wie hat das angefangen? Ja, natürlich mit einem Auftrag, den ich einfach erfülle. Aha, braucht man da Bewilligung? Ja, der Permi Gottes braucht es dazu. Aha, ja. Ja. Sie sind ja mal, Sie haben, glaube ich, so einen Pferdeunfall gehabt, oder? Und dann sind Sie dazugekommen, oder? Haben Sie mir da aufgeschrieben, oder? Die haben mir da so Zettel aufgeschrieben. Also, Sie sind wie Martina Hingis vom Rosskate, oder? Ja, präzis auf den Kopf. Und dann hat es angefangen. Und dann hat es angefangen, ja. Ja, aber so würde es mir fast noch besser gefallen. Kann man das noch mal zeigen, schnell bitte? Ja, genau. Sehen Sie, das würde der Papst nie machen, oder? Und die UFOs, also fahren Sie die selber? Haben Sie da den Brief oder so? Ja, ich gehöre nicht zu diesen Ufologen, sondern ich weiss einfach Bescheid über diese Objekte, ja, dass die auf jeden Fall nach Europa kommen. Aber weitere gibt es natürlich auch, die hergestellt werden von eher dunklen Mächten. Aha. Ja. Und dann gibt es aber noch die Kugeln, ja, die dann auf die Erde geschickt werden, wenn die Reinigungsphase eben eingeleitet wird. Ja, da kommt Putzekippe. Ja. Vielleicht kommen sie auch mit dem Snowboard, gell? Entschuldigung. Jetzt hat sie sich noch bekleckert. Kannst du mir schnell abputzen? Wunderbar. Ich bin nicht heikel. Tu doch bitte das Reformprogramm von der FDP nehmen, den Stammtischstil von Christoph Blocher und den Unterhaltungswert von Jacobo. Den kannst du gewinnen. Ja? Also, das wäre. Also, warum sollte man dann euch noch wählen? Ja, zum Beispiel, die FDP hat heute der Parteipräsident Franz Steinecker sie und gesagt, er könne das allein. Er gesagt, wir sind eine Partei, Mitte rechts, eine bürgerliche Partei ist die FDP. Und da gibt es Platz jetzt. Jetzt ist er nach rechts gerutscht, hat Ernst Müllimann mitgenommen nach rechts, richtig. Ja, aber Christoph, er tritt Bocher ja zurück nach 16 Jahren. Da klafft natürlich eine grosse Lücke nachher. Wieso wollte er dich nicht dabei haben? Nein, der Parteipräsident sagt etwas, das musst du auch mal lernen. Und die Basis denkt etwas anderes. Also Toni, für dich wird das heute Abend wahnsinnig lehrreich, habe ich das Gefühl. Ja, er gibt mir permanent Ratschläge und er zeigt, dass er eigentlich seine Partei. Ja, der Schmühlemann ist eben so, er hat ja die Grossen dieser Welt kennengelernt. Kann man ja sagen, oder? Also all russischen wichtigen Politiker. Also gut, jetzt hast du auch noch den Toni Schaller kennengelernt. Also jetzt bleibt eigentlich fast nichts mehr anderes übrig. Du hast ja Entschuldigung. Sie haben ja. Jetzt bin ich schon reingehalten. Sie haben ja den Toni. Also. Bevor es bedauerlich wird, kommen wir jetzt weiter. Also gut. Also, mir sagt man nur einmal du. Jetzt sind wir also per du. Ja, ich weiss. Ich meine, du kannst dir das auch leisten. Du trittst ja gar nicht mehr an im Herbst, oder? Also, du bist. Halt. Du hast jetzt. Ruhe im Laden. Jetzt wollte ich mal eine Frage stellen. Du hast den Gorbatschow kennengelernt. Und zwar. Ich glaube, wann war das? Schon am 23. Oktober 1981. Das hast du gemerkt, hä? Ja. Wieso kommt ein einfacher Parlamentarier von der Schweiz, auch wenn es der Schattenaußenminister ist,
zum Gorbatschow? Nein, ich musste für die Bankiervereinigung Pendule tragen, dem Generaldirektor. Also, du hast ihm für die Bankiers? Pendule haben wir überreicht und der Gorbatschow hat sie in Empfang genommen. Und dann hast du ihm ein Zinsstufensparheftli angetragen. Also, ihr werdet ja froh um das Geld, oder? Ich meine, ihr habt ja als die Wirtschaftspartei nur 1 Million zur Verfügung. Über das Geld. Ich habe gehört, sagen, der Fürst, der hätte gleich viel von der Verfassung gleich viel Macht wie das Volk. Ich würde sagen, noch etwas mehr. Noch etwas mehr? Ja. Und das lasst ihr euch weiter bieten? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Ja, apropos Ländle abfackeln. Das war ja wirklich mal ein grosses Thema. Im 1985 hat wirklich die Schweizer Armee einen grossen Teil des Waldes in Brand gesetzt. Die das entschieden haben damals, dass man da bei dem Föhnsturm war es, dass man da schießt und Leuchtmunition und weiss, guck nicht, was alles macht, das sind Hornochsen. Mhm. Weil ich möchte vielleicht noch etwas sagen zu diesen Hornochsen. Also er hat sich angesprochen gefühlt. Hornochsen, ja. Ja. Ich würde sagen, ich habe mich angesprochen gefühlt, weil die Offiziere, die das gemacht haben, waren nämlich Zürcher. Ah ja. Jawohl. Dann sind Pech gehabt, ich bin Winterthur. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt ganz ein heikler Moment. Viktor, was für Voraussetzungen müssen da sein, damit das Gespräch in deiner Sendung so richtig gut gelingt? Ja, es muss mal ein Gast da sein, der nicht einfach nur da sitzt und hört und irgendwie wartet wie die Maus vor der Schlange, sondern einer, der auch ein bisschen zurückgibt. Einer, der etwas zu sagen hat. Und dann müssen beide, sowohl der Befrager wie der Gast, irgendwie gut drauf sein. Wie spontan sind die Gespräche? Tust du dich da einfach ganz spontan auf den Gast einlassen oder sind die vorbereitet von deiner Seite aus? Sie sind nur in dem Sinn vorbereitet, dass ich mich inhaltlich in den Gast einlese. Also ich lese ein Porträt von ihm, Interview. Aber was ich dann nachher frage, das weiss ich im Voraus nicht, weil ich lasse gerne das Gespräch laufen. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch raus. Ein Gespräch, das selber läuft, wo Gegenfragen möglich sind und wo man nicht im Voraus genau weiss, wo es geht. Welche Art von Komik liegt dir dann mehr? Eher die timte, die vorbereitete, so wie man sie ja in deinen Beiträgen sieht, oder gerade das Gegenteil, eben die Improvisationsspontane? Ja, das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich beides kann. Ich mache beides sehr gern. Einerseits die vorbereiteten Beiträge, wo man sehr exakt arbeiten muss, wo gewisse Vorgaben gibt. Also zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Person, die es gibt, imitiert und die ganze Maske trägt, kann man sie zum Beispiel nur von vorne zeigen. Nur dann gleicht sie der entsprechenden Person und im Profil nicht oder von hinten auch nicht. Und das kann man natürlich alles bei den vorbereiteten Beiträgen austimen und genau so machen, wie es muss sein. Dann habe ich natürlich das andere ebenso gern, nämlich die Improvisation, also wo nichts vorgegeben ist, kein Vorgespräch geführt worden ist mit dem Gast und man einfach alles so muss nehmen, wie es sich eben ergibt. Beides mache ich gleich gern. Gäste in deiner Sendung kommen ja aus den verschiedensten Sparten und natürlich auch aus den verschiedensten politischen Lagern. Sag mal, fängt es schon so weit, dass es schick ist, wenn man von dir aufs Korn genommen wird, jetzt unter Politikern? Ja, ich merke einfach, dass die Politiker in der Regel sehr gern zu uns kommen in die Sendung und sie haben manchmal auch ein bisschen Schiss vor einer Sendung, weil natürlich das anders abläuft als eine Arena oder als ein Tagesschau-Interview, wo sie wissen, sie werden auf ihr Spezialgebiet oder auf ihre Partei befragt. Bei uns wissen sie, es kann Überraschungen geben, aber sie kommen, glaube ich, alle gern und ich kann mit allen auch nach dem Gespräch eigentlich noch gut reden. Du schaffst ja das vermeintlich Unmögliche, Viktor, in dem, dass du hinter dir sowohl Satire-Fans wie auch das Massenpublikum hast. Wieso glaubst du, funktioniert das bei dir so gut? Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich vermute, dass es eine Mischung ist von politischen Satire-Element mit Klamauk-Element. Dass wir zum Teil eine politische Satire auch machen können, indem wir mit Klamauk-Figuren arbeiten. Also mit Harry Hasler, der jetzt nicht eigentlich den feinen satirischen Humor kann transportieren kann. Aber man kann ihn als Figur brauchen, um so etwas aufzuzeigen. Also der Viktor Jacobo mögen ja in dem Sinn alle. Müsste das an einem... Ich wüsste da noch ein paar solche. Sicher, aber es sind wenige Ausnahmen. Müsste das dann an einem Satiriker wie dir nicht fast ein bisschen unheimlich werden? Ja, ich habe eben
schon mal gesagt, also die hohe Einschaltquote ist manchmal fast kreditschädigend für einen Satiremacher. Aber es freut einen natürlich. Und es ist eine hohe Quote natürlich im späteren Abend. Also ich meine, wenn wir mit Samstagabend vergleichen, mit den effektiven Zuschauerzahlen, sind wir natürlich nie so hoch, das ist klar. Aber ein sehr grosser Teil schaut uns. Und es schaut uns, glaube ich, das Publikum, das einfach gerne Unterhaltung hat und nicht das Hirn abschalten dabei. Wie sieht es mit Konzessionsbeschwerden aus? Freut man sich dann darüber und sagt, das ist eine Bestätigung, ich habe gut gearbeitet? Oder ist das etwas, was einem dann gleich noch im Magen liegt? Ja, was heisst hier im Magen liegt? Also wir haben zwei Konzessionsbeschwerden gehabt und ich muss natürlich offiziell sagen, dass mich das natürlich wahnsinnig beschäftigt hat. Nein, ich habe mal, wo wir noch keine hatten, allerdings habe ich mal gesagt, eine Konzessionsverletzung ist für einen Satiremacher wie ein Oscar. Aber das gilt natürlich jetzt nicht mehr, das ist klar. Versuchen, eine zu vermeiden. Gibt es eine Fähigkeit, Victor, die du nicht hast, die du aber gerne würdest besitzen? Da gibt es sehr viele. Eine davon, das ist, ich möchte gerne musikalisch irgendwie auf eine Art können besser sein. Also entweder ein schönes Instrument spielen oder einigermaßen können singen. Kannst du es nicht wirklich? Nicht wirklich, nein. Es hat immer genau gerade gelangt für Kabarett-Sachen, aber es war immer auf der Kippe vom noch einigermaßen singen und doch schon unfreiwillig komisch. Und immerhin bist du ja singenderweise ein halbes Jahr in der Hitparade als Harry Hasler, oder? Ja, gut rappenderweise. Und ich habe mich dann immer ein bisschen geniert von all den vielen guten Musikern, die ich kenne, die das viel mehr verdient hätten. Aber das ist halt dort auch der Figur von Harry Hasler gelegen. Deine beruflichen Wurzeln die zeigen ja auch überhaupt nicht eigentlich ins Showbusiness und schon gar nicht ins Singen. Du hast einen Schriftsetzer gelernt, hast dann als Lektor und Korrektor gearbeitet. Wo hast du denn das Rüstzeug geholt, um eine Laufbahn im Humor zu machen? Ja, natürlich. Ich hatte immer schon Lust gehabt, Humor und Comedy oder Kabarett zu machen. Und habe viele so ein bisschen hilflose Anfangsversuche gemacht, die ich heute gerne nicht mehr würde vorreden oder irgendwie noch müsste anschauen. Wo ich es effektiv geholt habe, war wahrscheinlich bei Harolds Top Service, bei dieser Truppe, die mit der Kellner-Komik, also mit dem versteckten Theater, angefangen hat im 84. Und aus dieser Truppe ist auch zum Beispiel Fäh Fischbach rausgegangen und weitere andere Komiker. Dort hat man einfach in einen Saal gehen und improvisieren, ohne Text, ohne irgendetwas, einfach mit einer Figur, die man gespielt hat. Und dort habe ich das Gefühl, habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Und vorher warst du noch bei der Stutzig Gaudenti aktiv. Das war eine Rock-Kabarett-Gruppe. Was haben Sie denn dort gemacht? Ja, das waren so ganz aufwendige Produktionen. Laienproduktionen natürlich. Das waren Laienmusiker, Laiendarsteller. Und das sieht man natürlich auch. Allerdings mit einer gewissen Frische. Und wir haben in grossen Sälen gespielt. Und die Truppe waren um die 20 Leute herum. Es war ein riesiger Aufwand für etwas, das den Mitspielern Spass gemacht hat und hier auch den Zuschauer. So einen Ausschnitt aus der Stutzig Gaudenti schauen wir uns jetzt an. Frauenfindlich? Ich meine, was heisst Frauenfindlich? Also,
Wenn man das sieht, müsste man es mal diskutieren. Ja, logisch, ja. Aber so über den Turm durchs Schiff, vom Schiff weg. Viktor, Humor findet ja langsam fast schon inflationär statt am Fernsehen, vor allem bei unseren deutschen Nachbarn. Gibt es für dich irgendwelche Glanzlichter-Sendungen, die du dir immer anschaust? Ja, das gibt es schon, wobei immer schaue ich eigentlich keine Sendung an. Also so wichtig ist mir das eigentlich nicht in meiner Freizeit, muss ich sagen. Aber ich schaue gerne natürlich den Harald Schmidt, den finde ich sehr super spontan und wirklich eine gute Art von Meta-Humor hat eben der auch. Also das heisst, er macht gewisse Witze, die eben gerade darum gut sind, weil sie so schlecht sind. Also im vollen Bewusstsein so etwas zu machen, das finde ich genial. Und mir hat immer ein H.P. Kerkeling sehr gut gefallen, zum Teil ein Stefan Raab. Der ist allerdings jetzt langsam so ein bisschen an der Grenze vom Überkippen, oder? Ist irgendwie ganz völlig unverbindlich. Wenn wir schon bei Deutschland sind, Viktor, hat es dich nie gereizt, wie andere Kollegen von dir mal einen Karriereversuch in Deutschland zu machen? Nein, das muss ich jetzt wirklich sagen, nicht. Ich hatte zwar entsprechende Anfragen schon gehabt, aber ich habe mir dann immer gedacht, ich komme ja jetzt schon nicht nach, alle die Termine wahrzunehmen, die ich hier in der Schweiz habe, oder? Wieso soll ich mir noch mehr aufladen und dann noch müssen hin und her fliegen dauernd und so? Nein, und dann kommt noch dazu, Satire macht man am besten an dem Ort, wo man wohnt und wo man die Verhältnisse, die politischen und die gesellschaftlichen, sehr gut kennt. Eine bekannte Schweizer Tageszeitung hat mal ein Horoskop erstellen lassen über dich von einem Astrologen. Und der Astrologe hat gesagt, du hättest zwar jetzt schon sehr viel Erfolg, aber dein grosser Erfolg und dein grosser Durchbruch käme dann eigentlich erst in deinen 50er. Und diese 50er, die kommen ja jetzt immer näher. Wie verrückt kommen sie. Was kommt denn das auf uns zu von Viktor Giacobbo? Das ist zwar eine gute Frage, aber ich kann sie nicht beantworten, weil ich die Frage für meine Zukunft nie kann beantworten. Das stimmt wirklich. Ich mache keine Karriereplanung. Ich habe eigentlich immer all die Sachen genommen, die an mich angekommen sind oder die ich gefunden habe, da habe ich jetzt Lust, das zu machen. Ob das dann in 5 oder 10 Jahren auch noch ist oder sich dann mal wird ändern, das hat mich nie gross interessiert. Effektiv nicht. Im Moment steckst du aber sehr intensiv in einem Projekt drin, nämlich im Casino Winterthur. Wir befinden uns ja jetzt hier auf der Bühne vom Theatersaal und da soll mal ein Theaterhaus entstehen. Wie ist der Stand der Dinge, wann kommt das? Ja, das Einmalige an diesem Projekt ist, dass Künstlerinnen und Künstler eben nicht nur in einem Theater spielen, sondern das Theater wirklich übernehmen, also mitbesitzen. Das wird also ein Zentrum geben vom ganzen Spektrum von der Kleinkunst. Es ist in diesem Haus ein Theater, es sind ein grosser Festsaal da, ein Beiz. Und es sollen da ein bisschen ungewohnte und überraschende Produktionen stattfinden. Und natürlich all die vielen Künstler, die da beteiligt sind, das bin nicht einfach nur ich. Ich werde einfach immer mit dem Projekt ein bisschen in Verbindung gebracht. Aber es sind sehr viele andere auch, die werden da rein gastieren, Premiere veranstalten und die Pläne verwirklichen, die sie schon lange gerne mal wollen. Da muss jetzt aber noch ziemlich viel passieren, oder? Bis er Premiere könnte haben, bis das Haus aufgehen kann. Ja, man muss es umbauen. Es ist nicht in einem sehr guten Zustand im Moment, aber das ist alles sehr schön aufgeleistet. In den nächsten 2 Jahren wird umgebaut und dann im Mai 2002 mit einem Paukenschlag eröffnet. Viktor, du wirst jetzt dann bald 50, ich habe es schon mal gesagt. Ja, also komm, bald. 2 Jahre geht es noch. Und ja, die Leute sagen immer, ich sehe aus wie 29, 3/4. Ja, wenn man so blendend aussieht wie du, ist klar. Aber sag mal, es ist trotzdem das Alter, wo ja viele Männer in die sogenannte Midlife-Crisis hineinkommen. Wie sieht die bei dir aus? Ja, die wird ich natürlich voll in die Sendung integrieren. Oder? Ich meine, mit all diesen vielen Figuren, die ich spielen kann, habe ich Midlife-Crisis eigentlich schon seit 30. Du hast mal gesagt, du hättest sie mit 30 quasi hinter dir gelassen. Was ist denn passiert in deiner Midlife-Crisis? Ja, ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass ich mit meinem Beruf nie eine Therapie gebraucht habe, nie eine Psychoanalyse. Ich habe das immer öffentlich machen und bin erst noch bezahlt worden dafür. Wenn man dich ein bisschen kennt, Viktor, dann weiss man, dass du ein absoluter Genussmensch bist. Was geniesst du denn am meisten an deinem Leben? Das Ausschlafen am Morgen. Das ist einer meiner grössten Genüsse. Und dann aufwachen und einen Kaffee und eine Zeitung.
Ausschlafen ist sehr ein gutes Stichwort, Victor. Da könnte man dich in dem Fall weniger erfreuen, wenn man dich zum Beispiel würde am Morgen um 8 Uhr mit einem Kamerateam besuchen. Grauenhaft. Ich würde es hassen und ich würde niemanden reinlassen. Ich weiss, wie das ist. Zwar habe ich ja von dir mal so einen netten Besuch bekommen, respektive von der Debbie Mötteli mitsamt Kamerateam. Das war anlässlich von meiner letzten Takito-Sendung. Eine Überraschung. Sie müssen sich vorstellen, morgen um 8 Uhr, ich noch im Pyjama, habe gerade meinen Sohn gestillt und die Wohnung ist ein absolutes Chaos. Hallo, da in dem Haus oben da wohnt Sandra Studer. Und es ist jetzt am Morgen um 8 Uhr. Und wir machen jetzt ihr ein Überraschungsbesuchli. Ich wollte schon lange mal wissen, wie so ein Fernsehstar wohnt. Hallo, ich bin vom Takito TV und wir machen eine Homestory. Hallo, Sandra. Das glaube ich ja nicht. Ich bin Debbie, hallo. Sali, Debbie. Also, in mich trifft der Schlag. Hey, dann schau das mal an. Ja, du, wir machen eine kleine Reportage. Hey, ich bin total ungeschminkt, das ist total unfair. Das macht nichts, wenn du nicht geschminkt bist. Ich bin dafür ein bisschen mehr geschminkt. Komm, wir schauen doch mal ein bisschen, was es so ist. Bist du allein? Ja, ich bin ganz allein. Hast du nicht einen Freund bei dir? Nein, ich bin gerade am Stillen. Das ist aber herzig. Du wohnst da wirklich, gell? Ja. Ist das so eine Star-Wohnung? Ja, schau, also es ist einfach irrsinnig, weil das ist jetzt nur eins von etwa 10 Zimmern, die ich in dieser Villa habe. Also, das ist jetzt so quasi die Stube, wo ich also nur Gäste wie dich empfange, wenn eine Homestory mache. Ja, da hast du Kleider von deinem Ehemann, da, gell? Ja. Hast du da aufbewahrt? Gestern abgezogen haben, weil wir eine wilde Nacht hatten und so. Und wir haben es einfach schon da abgezogen und sind dann nachher ins Schlafzimmer rüber. Also, Das Kind, das da ist, ist nicht von der letzten Nacht gemacht worden, oder? Nein, das ist noch von ein paar vorher, ja. Dann gehen wir gerade mal ins Schlafzimmer schauen. Sorry. Komm, Sandra, mit. Ich glaube, da ist Schlafzimmer. Jetzt gehen wir schnell ins Schlafzimmer. So. Also, da ist jetzt die wilde Nacht gewesen, ja, gell, Sandra? Da hat sie stattgefunden, ja, genau. Und was haben ihr so genau so gemacht? Ja, also muss ich jetzt ins Detail gehen. Weißt, also das Resultat ist einfach etwa das, aber jetzt ist es nicht, also nicht so wild gewesen. Aber man sagt doch immer, wenn man so ein Kind hat, hat man dann nachher gar keinen Sex mehr. Also die Frauen haben irgendwie keine Lust mehr und so. Darum will zum Beispiel von mir der Küde nie ein Kind, weil ich dann nachher keine Lust mehr habe. Du, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie ist das, wenn man so ein Kind rausdrückt? Also ist das noch anstrengend? Ja, es tut ziemlich weh, ich muss dir ehrlich sagen. Also, man muss es auch mal erleben einfach, und dann weisst du, wie es ist. Also, glaube, wenn man es nicht selber erlebt hat, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Also, es tut schon ein bisschen weh. Oh, schade. Aber wir schauen jetzt noch schnell ein bisschen rum. Also, da hat Sandra Studer hat da ihre Kinderkleider drin. Aber das finde ich auch herzig, wo du hast, das Kleidchen da. Das ist schon mal. Das ist ziemlich gemein, wenn ihr mich da filmt. Weißt du was, komm, wir machen doch ein Käffchen miteinander, wenn es noch früh am Morgen ist. Hast du schon mal eine Homestory machen müssen, Debbie? Nein, für mich interessiert das natürlich niemand, weil ich ja kein Fernsehstar bin, so wie du. Ich könnte auch noch sehen, vielleicht könnt ihr auch. Ja. Normal. Für ein Müsli würde es noch lange, für zwei lang das auch nicht mehr, gell? Was ist das da? Sind das Nüsse? Ja. Darf ich eins haben? Ja, bitte, nimm eins. Oh nein, die sind abgelaufen. Ja. Ja, das stimmt, ja. Das ist schon lange niemand hergekommen. Ja. Der Putz ist nie so ein bisschen, gell? Nicht so viel. Ich komme nicht so schaurig viel dazu, aber ich kann Gott sei Dank so eine gute Perle, die einmal in der Woche kommt, mir ein bisschen buchen. Und du selber bist ein bisschen Schlampe? Sozusagen. Also wenn man es nicht ausdrücken, bin ich manchmal selber ein bisschen. Ja, ich tue nicht so wahnsinnig. Das finde ich super. Ich bin nämlich ein bisschen Schlampe. Da ist das Bad. Da ist das Bad. Schaut, was sie da auf dem Bad hat. Lies das da mal auf dem WC? Das ist unsere WC-Lektüre, ja. Oh, ist aber herzig. Ja, gell, ist wirklich herzig. Und weißt du, was da drin hat? Ich habe mich auch hier gesucht, aber dann habe ich nichts gezeigt von der Wohnung. Und jetzt muss ich, gell? Ja. Hoi, Hotu Tatu. Hoi. Hoi. Ja, das ist.
ganz eine bekannte Mutter, ja, gell? Was, du hast Glück gehabt, sind ja. Da nicht irgendwie. Aber sie hat auch Lippenstift da drauf. Es ist ein Bub. Ah, es ist ein Bub. Zeig mal. Ah ja. 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 Schuhe. Hat die Mann aber die Schuhgröße 48, oder? Nein, ich glaube, es ist etwa ein 44. Aber ist, ja. Ja. Ist ein grosser, weißt du? Ja, und ist alles an ihm so gross? Ja, wie meinst du das? Ganz direkt. Sandra, weißt du, wenn du dich jetzt noch ein bisschen frisch machen willst, kannst du mir ein Baby geben und ich so ein bisschen stillen? Ja, willst du mal probieren? Ja, also ich kann alles, was es braucht. Kann es da durch den Stoff durch? Oder? Nein, müsstest du dich vielleicht ein bisschen freimachen. Vor der Kamera. Aber er nimmt im Fall nicht alles, gell? Wieso? Er bei mir... nur Qualität. Ah, bei mir hat das Weiberli-Gehör drin. Das war ein Scherzli. In der Regel wird ja für eine komische Nummer zuerst das Drehbuch geschrieben, dann werden die Schauspieler verpflichtet, das Ganze wird gedreht, geschnitten und vertont. Aber weil der Harry Hassler so eine populäre Figur ist, weil man ihn überall kennt, haben wir mit ihm mal etwas ganz anderes versucht. Wir sind nämlich mit ihm und zwei Kamerateams an Fußball-Ländermatch Schweiz-Aserbaidschan gegangen. Und dort haben wir einfach mal geschaut und gefilmt, was so passiert. Saletti! Ich habe eine Frage. Kannst du mir nicht schnell am Fringer anrufen? Einfach sagen, ich sei jetzt da. Weiss jemand, wo der Fringer ist? Antworten. Ja gut, sag ich her selber. Er soll dort bleiben, gell? Hat sich erledigt. Du, ehrlich, gell? Ich weiss, weißt, da wäre noch manche Frau froh, könnte sie mich so abtasten, du. Danke, gell? Nur schnell noch einen Tipp geben. Ja, gib mir den. Der Heinz Herrmann in Sturm, gell? Das ist gut, ja. Und sagen ihn einfach, nur ein Goal schießen. Ja, also. Oder? Das schreibe ich mir schnell auf, nicht, ja. Dass ich es vergesse. Ah, super, super, gut. Niemand, aber nicht am Gegner sagen, gell? Gut, also, mach's gut, gell? Ciao, Rolf. Ciao. Go, go, go! Okay. Muss mal, hey. Ja. Ja, jetzt ist es ungünstig. Jetzt ja, warte, ja, mach jetzt überhaupt nicht. Ja, du hast den Netzer nicht bei, ja, nein, oder? Du kannst jetzt du absitzen, sonst wäre das jetzt absetzt. Ja, weißt du, ich mach da die Expertise. Ich bin die Expertise. Ja, aber du bist auch ein Bullensack, immer da oben hocken und reinschwätzen und nie selber ein Goal schiessen, oder? Ja, ich will nicht selber schiessen. Nein, da gehe ich noch ab und weiss, ich gehe noch sagen, dass ich eigentlich der beste Trainer wäre, oder? Ah, du willst einen neuen Nazi-Trainer? Ja, sicher, übernimmt den Laden. Was würdest du denn ändern? Also zuerst müsst ihr einfach mehr Goal schiessen. Und dann wollen sie es nicht machen? Genau, ein paar an die Schnurren. So, ich bin nicht sicher, ob ihr Waffen habt. Könntest du mich nicht mal schnell abtasten? Leider nicht. La, 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 schwarme Dinger, schwarme Dinger. Quartier von Zürich, Schwarmendingen. Mir gefällt's nur so mit Schwarmendingen. Sing doch mal ein bisschen mit, da ist national. Jetzt schwätzt nicht nochmal schnell abtasten wegen Waffen und so. Es wäre schon reizvoll. Aserbaidschan ist besser als Schweiz. Aserbaidschan! Hey, wie heißt's? Aserbaidschan! 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 Ja! Oder jetzt versucht er nicht mit dem Böller, versucht er jetzt da in Gagoli zu bringen, gell? Ei und Kopf! Schau mal den Eierkopf an, so ein kann doch kein Spielleiter hier. So, gebt ihm den Ball wieder. Gib ihm den Ball wieder dort. Da ist ihm sein Ball dort. Jawohl. Ja, der Spieler geht den Ball wegnehmen, oder? Da ist wie verschissen, du. Ja, da ist... Ja! Super! Jawohl!
hast du unseren neuen Trainer da. Händergirls, nein. Ja, ja. Händergirls. Eben, ihr habt ja immer Weiber da, gell? Da, ich meine, da wie geht's denn, oder? Und sonst, gell, sag dir was, bring ein paar vorbei, oder? Super, kannst du mir Harry sagen, gell? Ja, Evelyn. Ja, Evelyn, da Anni Weidut, gefällt mir, gell? Jetzt gehen wir da gerade in mein Zimmer, Loge, Loge, gell? So, dann machen wir gerade zu, damit niemand mehr stört, da, oder? So. Oh, sorry, da oben. Gut, tut mir leid, gell? Also, ich bin nicht eifersüchtig sein, oder? Kommt also jede zu ihrem Recht, gell? Jetzt. Nur wenn wir angestoßen haben, oder? Dann geht also auf unsere Karte, gell? Super! Super gemacht, du Ehrenwort! Spitze gemacht, du Ehrenwort! Ja, super! Du bist doch Heinz Herrmann, gell? Bist du? Ja, der Brüder, genau! Hast du super gemacht, aber hast eine ruhige Kugel geschoben, gell? Schönen Abend! Hast du aber. Wie willst du? Was machst du einmal dort? Saufst du ein bisschen Eis oder so, oder? Genug Zeit gehabt. Gell? Ich kann alle an dir rumstudieren. Eben, genau, ich nehme einmal einen Schluck Nagellack entfernen, weißt du? Ja, du wirst im Verhältnis. Aber es ist super gemacht, Gratulation! Nein, weißt du, ich kann. Schau, gell? Wolf! Du bringt immer Glück. Gell, hä? Du hast einfach das gemacht, was ich gesagt habe, und dann ist es gegangen, hä? Du hast super gratulieren, gell? Schau, Wolf! Sali, Murat, Sali, du hast super gemacht! Weißt du, was das liegt an den weißen Schuhen? Musst du mal schauen! Eben, gell? Ich hab dir ja gesagt, sonst ein Anliegen. Genau. Und es hat geholfen, hast einen Topf gemacht, gell? Ja. Eine hast du versiebt, aber der Topf ist besser, gell? Danke, ciao, Murat, alles Gute! Also, die haben alles gemacht, was ich wollte, oder? Und darum haben wir jetzt geputzt, gell? Und wenn ihr nämlich einen Trainer sucht, denkt daran, wenn ihr müsst, gell? An Ari Hasler! Tschüss! Da sind wir, wie gesagt, ein bisschen am Improvisieren gewesen. Obwohl sich Improvisation und Fernsehen nicht immer gut miteinander vertragen. Und wenn man zum Beispiel eine versteckte Kamera einsetzt, dann braucht es beides. Eine exakte technische Vorbereitung und natürlich Improvisation. Und im folgenden Beitrag hat sich gezeigt, dass Leute im Alltag, wenn sie nicht damit rechnen, auch eine komische Figur können durchaus ernst nehmen. Wir haben nämlich den Freddy Hinz als Verkäufer in eine Apotheke gestellt. Hoi, was darf es sein? Von Malaria? Ja! Malaria? Haben Sie schon Malaria? Oder? Nein, ich kann ja wirklich auf ein Ferienbiet reisen. Ja, da müsst ihr einen Muckenspray mitnehmen und die Mucken einfach immer vertatschen, oder? Dann gibt es kein Malaria. Haben Sie also schon Pillen? Ja, wir haben schon Pillen, wir haben sehr viele Pillen. Und solche, die einfahren und solche, die eher weniger einfahren. Ja. Weil ich wette, sie soll kein Seltzer oder so. Was haben Sie für Pillen? Alka-Seltzer, Saritona, Aspirin. Aber die nützen nichts gegen Malaria. Aber vielleicht. Ich weiß nicht, oder ein Community. Da haben die Mucken nämlich auch nicht gerne. Grüner Tee. Grüner Tee? Ja. Muss es grüner sein? Ja. Wir haben eben auch blauen, oder? Ja. Sie nehmen den zum Trinken, nicht zum Rauchen. Ja. Was wollen Sie haben? Also, ich muss mal einen Fenkeltee. Ja, ist der gut? Also der Herr nimmt zum Beispiel grünen Tee, oder? Und sein Fenkeltee, das ist natürlich Geschmackssache, oder? Wenn ich am liebsten habe ich jetzt den Pfefferminztee, oder? Aber ich will ja niemandem vorschreiben, was er für Tee will trinken. Ja, Fenkeltee, ja, genau. Hoi! Grüezi! Was wollen Sie haben? Sollte das... Ja, zeigen Sie mal schnell. Das ist wichtig.
Problem. Ja, da ist Heuschnupfen. Aber Sie können es auch gegen das Gewicht nehmen. Ja. Wissen Sie, wenn Sie viel, viel müssen, nehmen Sie auch ab. Da haben wir ein bisschen süsses Holz. Nein, danke. Wir offerieren das Holz. Man kann es auch rauchen. Es putzt die natürliche auf, oder? Ja, das ist für meine Hydroponie. Ja, genau das. Grausame Power. Und das? Ja, oder? Ich nehme sie auch für das, oder? Ich hatte hier einen Unfall gehabt. Und da ist grausam anstecken. Wenn ich jetzt ihnen Halt geben würde, hätten sie gerade ein Ekzem abgehauen. Ich gehe jetzt wieder hinter, wenn ich da unten. Ich nehme noch, es geht um etwas Vertrauliches. Oder? Dann muss ich ja das nicht wissen. Denn ich mische mich nämlich auch nicht gerne in so Sachen ein, die mich nicht angehen, oder? Darum könnt ihr jetzt ruhig mit so gut. Soll ich einen Kaffee bringen? Nein, nein, das ist nicht. Einfach so. Nein, nein, wir sind zufrieden. Ja, ist so. Gut. Okay. Das ist prima. Viele Zuschauer haben manchmal das Gefühl, komische Filme drehen, das sei ein einziges riesiges Vergnügen und man lache von morgen bis zum Abend. Gut, das mag vielleicht der Idealfall sein. Aber manchmal ist es auch sehr unangenehm. Es ist nass, es ist kalt und wie im folgenden Beitrag trifft manchmal auch beides zusammen. Das heisst, es hat geschifft, was runter hat mögen. Ich habe nichts anderes angehabt als so einen dünnen Velodress. Und hin und wieder musste ich mich in ein warmes Auto einsetzen, um mich wieder ein bisschen aufwärmen, weil man vor lauter Zähklappern den Text nicht mehr verstanden hat. Eine Radsportgruppe beim Training für die Tour de Suisse. Teamleader Erwin Bischofberger hat dieses Jahr Ambitionen auf den Gesamtsieg. In der Vorbereitungsphase wird nichts dem Zufall überlassen. Taktik und alle möglichen Rennentwicklungen werden minutiös vorbereitet. So werden auch Radwechsel und Tankstopp für die nötige Flüssigkeitszufuhr intensiv geübt. Schucke. So. Ja, so. Sonst verjagt sie dann. So, jetzt. Go, go, go. Ja. Die taktische Marschroute wird vom sportlichen Leiter festgelegt und den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Ich habe eine leichte Schwäche. Ja, dann gehen sofort ins Vitaminaufbauprogramm. Dreimal täglich zwei Tabletten vor dem Essen. Nein, ich habe ein bisschen Schwäche in der Blase. Also dann nimm es hinterab vom Conny. Welcher Conny? Ja, der mit dem Renndress da vorne. Der mit dem Velo? Ja. Und der hat das Hinterrad? Ja. Und das muss ich jetzt wegnehmen? Nein, das Hinterrad nehmen heisst hinten anfahren und den ersten Vorsprung, um dein Geschäft zu erledigen. Ich muss aber nicht schaffen, mich zu erledigen. Ich muss das weichen. Ja, das meine ich ja. Komm, Erwin, zieh ihn jetzt. Los. Ja, so ist gut. Los. Normalerweise genügt ein kleiner Vorsprung, um nach Erledigung von dringenden Bedürfnissen den Anschluss im Feld nicht zu verpassen. Aber auch das will geübt sein. Einige Virtuosen beherrschen dies sogar während der Fahrt. Rennentscheidend sind meistens die Steigungen. Hier hat es immer wieder hilfsbereite Zuschauer, die das Leiden der Rennfahrer lindern wollen. Auch da werden Extremsituationen ausgetestet. Bei der anschließenden Abfahrt wird der Körper in der Regel extrem abgekühlt. Dagegen werden vorbeugende Maßnahmen getroffen. Besonders geeignet sind da Zeitungen und Zeitschriften, die bei korrekter Anwendung den Körper vor einer Abkühlung schützen können. Die minutiösen Vorbereitungen haben sich ausgezahlt. Erwin Bischofberger gewinnt die heutige Etappe der Tour de Suisse und kann sich das Leader-Trikot überstreifen lassen. Zudem ist er Träger des grünen Trikots des Punkteleaders. Gewinner des Fleurop-Sprints, Träger des Hugo Boss Vestons für die Bergpreiswertung und des Armani-Regenmantels für besondere Leistungen bei Regenwetter. Und nicht zuletzt stolzer Besitzer des Käsetrikots der Paul-Akkula-Stiftung zur Förderung des Käseabsatzes. Der spießige Herr Bischofberger mit seiner zu grossen Brille und der angeklatschten Frisur ist übrigens eine meiner ältesten Figuren. Und wenn er nicht gerade einen Velodress trägt, dann trägt er mein Original-Konformanten-Jopen aus dem Jahr 1968. Und da kann man natürlich sagen, das Kostüm ist amortisiert.
In der Regel werden aber natürlich Kostüme für die einzelnen Figuren speziell zusammengestellt. Zum Beispiel auch das für Debbie Mötteli. Debbie Mötteli, auch sehr populär geworden. Und darum hat sie einmal dürfen eine Live-Sendung moderieren. Und dort drin hat sie natürlich auch müssen mit unserem Experten, am Herrn Stolten-Benrath, ein Fachgespräch führen. Nein, ich will jetzt lieber mit diesen Weibern noch ein bisschen reden. Also, zu dem blöden Herr Stoller da immer. Muss ich jetzt so Fragen stellen? Richtig, Frau Mötteli. Es wartet ja schon all da, auf mich. Wie gross sind Sie? Aber ich meine doch nicht die Art von Fragen. Ah, ja, ich weiß. Was ist die Hauptstadt von Lausanne? Nein. Angesichts dieser eminenten Frauenlastigkeit haben wir doch gesagt, machen wir ein Gespräch über Männerproblematik. Was haben Sie denn für ein Problem? Aber doch nicht ich, Sie, Frau Mötteli. Ja. Wir haben mit der Redaktion abgemacht, dass Sie als Frau mich, als Mannenexperte, fragen über die Entwicklung von der Irritation vom männlichen Prinzip. Wird denn der jetzt König? Wer? Der Prinzip. Stell jetzt die Fragen, die wir vorbereitet haben. Ja, aber ich zeige mal schnell mit dem. Du meinst die Frage von dem Zettel? Ja, sicher. Gut. Ich habe den Zettel nicht da. Ja gut, den mache ich es auch. Komm. Ja. Herr Stolte, gerade ich als blonde Frau fühle mich durch ihr männliches Prinzip bedroht. Ich kann Sie verstehen, Frau Mötteli. Aber ich versuche ja gar nicht, Sie als blonde Frau zu reduzieren auf Ihre attraktive Äußere. Das geht doch nicht so. Das habe ich nicht nötig. Ja, ich habe mir es auch anders vorgestellt. Und wenigstens, dass Frau Gunvor auch neben mir steht. Oder die Frau Martinetti, die wette. Das müsste aber die Redaktion entscheiden. Braucht es mich noch? Ich finde das eine Zumutung. Ja. Ihr hättet mal die Probe heute am Nachmittag gesehen. Darf ich euch im Namen des Fernsehen DRS zu einem gemischten Salat einladen? Ich habe schon viel erlebt. Ich habe schon ein Gespräch geführt mit dem Skilehrer von Adolf Hoggi. Ja, was? Ja, das ist im Fall noch schlimmer als Drogi selber. Ja, sein Garagist sind noch verreckter. Ja, ich weiß. Jetzt kommt, glaube ich, wieder so ein Film. Die einzelnen Szenen von diesen Beiträgen werden natürlich mehrmals hintereinander gedreht, weil vieles gleichzeitig muss stimmen. Die Kamera, das Licht, der Ton, die Schauspieler. Und nach einem langen Drehtag lässt dann manchmal die Konzentration ein bisschen nach. Und was da dann alles so passieren kann, das zeige ich Ihnen jetzt da noch am Schluss. Ich hoffe, Sie haben sich bei dieser Revue von meinen gesammelten Lachwerken ein bisschen amüsiert. Einen schönen Abend noch. Waschen, Macken, Leute, Lacken, Macken. Eh? Kannst du nicht so machen, wenn Leute nicht lacken, in Satire Macken, Lacken? Hallo, mein Name ist Betty Benz und ich spreche gerade aus einem sogenannten Restaurant. Das ist der Ort, wo der Italiener die Speise isst, mit der mir... Hast du den Bau jetzt gesehen? Du, wie war eigentlich der Flo auf Mafia? Es tut mir leid. Mit dem Füssen weh, du. Dann wollen wir jetzt zuerst noch mal rekapitulieren, was ich Ihnen alles schon in der Theorie beibracht. Warum lachen Sie so dumm? Herr Bischofberger, das ist eine ernste Sache, 6 Leute. Ha ha ha!
Ja, komm, kann nicht mal ausgemacht. Hello, hello. My name is Rajiv Prasad. And this one is... Ziegler, Jean Ziegler. Yes, in his former life, he was Frank Sinatra. Was? Nein, nein, nein. Lady Diana? Nein, nein, das Stück. No? Nein, nein, ich bin Parlamentarier gsi. In your former life? Nein, im jetzigen. Für im früheren Leben bin ich Mahatma Gandhi gsi. Oh, yes, I was Indira Gandhi. Your was? Wife? Nein, nein. Yes, we were fucking. Das kann nicht sein. Hör doch auf. Hello, hello. My name is Roger Prasad, and this one is... Ziegler, Jean Ziegler. Yes, in his former life, he was Frank Sinatra. Was ist das Stück? Lady Diana? Nein, 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 nein. Ich bin Parlamentarier. Ich. In your former life? Nein, im jetzigen Leben. Im früheren Leben bin ich Mahatma Gandhi. Yes, and I was Indira Gandhi. Was? Your wife? Nein. We were fucking. Nein, das kann doch nicht sein. Yes. Nein, hör doch auf. Das ist furchtbar. Das ist gut. Ja. Das ist geil. Also. Ist denn das bibelkonform, was Sie hier machen? Ja, weil von einem Natel steht nichts in der Bibel. Wasche Macke, da Leute lacken, Macke, wenn Leute lacken, ist er nicht, wenn er Macke, die da lacken, in eine Satire lacken.